Hallo und herzlich willkommen zurück in Zwillingsklingslager mit mir, eurem Eggy und dem Avatar. Wir gehen jetzt hier zu diesen Attentätern und bezahlen gut 2000. Ausgedacht. Los, Hal. Hal, wirklich. Okay, was tun die jetzt? Die schubsen den. Ja gut, von Schubsen wird er nicht sterben. Hat der den gerade geknutscht? Aha. Da kommen jetzt die anderen raus. Die werden da jetzt für die Attentäter ein bisschen für Rabaut sorgen. Ja, und während das passiert, lalalala, schleichen wir uns da jetzt gut an gemacht. Den ganzen Leuten vorbei. Das Tor ist offen. Ihr könnt jetzt in Zwillingsklings Gebiet. Danke, Gildenmeister. Sehr nett von dir. Essen wir doch gleich mal ein Stück Apfelkuchen. Und Zwillingsklings Zelt. Das Ende dieser Queste ist erreicht. Wir haben das Zelt von dem bösen Banditenanführer Zwillingskling erreicht. Und jetzt will ich aber endlich wissen, was hier los ist. Ich habe auf euch gewartet. Natürlich hast du das. Sekunde, Jungs. Zwillingskling hat mit diesem Heldenwurm noch was vor. Heldenwurm. Heldenwurm gefällt mir gar nicht. Na, wo bist du? Oh. Wow. Sie sagte, ein Gildepüppchen würde kommen und da seid ihr schon. Na, meine aber, Klingen hallo. Brennen darauf, euch zu treffen. Sind schon ewig nicht mehr gefüttert worden. Ihr seht nicht nach einem ordentlichen Happen aus. Zieht eure Klinge, Gildepüppchen. Lasst sehen, was in euch steckt. Du bist also dumm genug, dass du das so machst. Und dann völlig offen dastehst. Och komm, der hat mir geschafft. Okay. Du bist jetzt nicht so die Challenge, aber. Ach, okay, deine Freunde helfen dir also. Du feige Pussy. Ja, gut, noch zweimal und du warst es. Nein, sogar nur noch einmal und du warst es. Macht es kurz, das würde ich für euch auch tun. Wer bist du ja? Was ist los? Erkennst du deine eigene Schwester nicht? Dam, dam, dam. Ihre Vergangenheit erneut vor Augen, kehrten Theresas Gedanken zu einem Feuersturm zurück. Orgwell brannte. Ohne einen Laut sah sie zu, wie die Räuber ihre Mutter folterten. Danach wandten sie sich ihr zu und befragten sie nach ihrem Bruder. Ihre Antwort war nur ein böser Blick und deshalb zerstach der Anführer ihr die Augen. Die Banditen verschleppten die Mutter des Jungen und ließen Theresa im Wald zurück. Dort kroch sie 3 Tage lang umher, blind und verzweifelt, bis sie von Räubern gefunden wurde. Zwillingskling und seine Leute. In ihrem Clan begann sie ein neues Leben als Dienstmagd. Doch der Räuberkönig spürte ihre ungeheure Stärke und Willenskraft und hörte gut zu, wenn sie im Schlaf dunkle Prophezeiungen murmelte.
Wer nicht akzeptierte, dieses kleine, blinde Mädchen an der Seite des Anführers zu sehen, überlebte nicht lange. Wer sie angriff, wurde von ihr getötet. Sie kannte weder Gnade noch Gefühl. Denn so war jetzt ihr Platz in dieser Welt. Ich habe so viel gesehen, so viel Tod, so viel Sterben. Ich habe dich gesehen, kleiner Bruder, in einem Ring aus Sand und Blut, eine Arena voller Geheimnisse. Und ich habe gesehen, welche Wahl du irgendwann treffen musst, zwischen Licht und Dunkelheit. Theresa! Tut mir leid, Zwillingskling. Du musst ab jetzt allein gehen, wie wir alle. Aber bevor ich gehe, Bruder, habe ich ein Geschenk für dich. Für all die verpassten Geburtstage. Eine Gabe, die in unserer Familie liegt. Er wird dich finden, wenn du schläfst und wenn das Tageslicht verblasst. Worauf wartet ihr denn noch? Macht Schluss oder zieht Leine. Ich bin eh so gut wie tot. Ich bin niemandes König mehr. Ihr habt doch schon gewonnen. Tötet mich nicht. Ich sehe sie! Ich war nämlich auch mal ein Schatten. Tötet mich nicht? Wäre die gute Idee. Ach, scheiß drauf. Nein, wenn es denn so sein soll. Wollt ihr aufgeschnitzt werden? Zeigt nur den Weg! Kommt zum Gemetzel! Ich töte euch alle! Zeig nur den Weg! War's das? Alle tot? Gut. Dann holen wir uns jetzt noch das Zeug, was hier hinten liegt. Unzerstörbares Todesfass. Wiederbelebungsfiole, die 733.000. 500 Gold. Nichts. So. Nochmal Gold. Okay. Also war die Seherin unsere kleine Schwester. Und wir haben jetzt da den Räuberkönig getötet. Ein Diamant. So. Ich ernenne mich hiermit selbst zum neuen Räuberkönig. Und ihr könnt nichts dagegen tun. Schweinehunde. So, ich glaube, wenn ich da jetzt rausgehe, gibt's Rambazamba. Weil ich habe ja immerhin gerade ihren Chef getötet. Die werden das jetzt gar nicht so lustig finden, befürchte ich mal. Aber wir können ja mal schauen. Ich befürchte halt, dass die uns jetzt nicht gerade wohlgesonnen sind. Zeit zu sterben! Na, ist ihnen egal. Okay. Errungenschaft, zack, zack, Quest abgeschlossen, zack, bumm. Okay. Gut, hier ist niemand. Ihr seid jetzt bekannt genug, das Ausdrucksmittel Sexy Heldenpose zu benutzen. Oh yeah!
Oh, ihr habt den Status wohlbekannt erreicht. Wohlbekannt. Wohlbekomm's. Das war ein sehr eindrucksvoller Sieg, o Held. Aber Mace hat Neuigkeiten für euch in der Gilde. Ihr sollt sofort dorthin gehen. Hat er die? Ihr habt eine neue Questkarte. Ja, ich habe eine neue Questkarte. Ist in Ordnung. So. Das sind alle Kallistore, die ich habe. Ich würde jetzt gerne was probieren, weil wir haben ja jetzt diesen Typen hier mit. Und den könnten wir jetzt direkt vielleicht mal opfern gehen. Ja, das machen wir jetzt. Ich hoffe, der teleportiert jetzt mit. Aber ich glaub's mal. Ja, okay. Er teleportiert auf jeden Fall mit. Wir gehen jetzt nochmal zurück schnell in den Darkwood. Das ist jetzt nicht so weit. Das sind jetzt hier 1, 2, 3 und dann einmal abbiegen. Drei Gebiete und einmal abbiegen. Das sollte gehen. Wir werden auch zuschauen, dass wir da jetzt nicht so viele Leute eventuell töten oder sonst was. Also sucht in der Gilde nichts. Nach weiteren Quests. Ja, ist in Ordnung. Zumindest nichts, was uns irgendwie gut Punkte einbringt. Achso, nee, warte, das stimmt schon. Wir müssen ja sowieso hier wieder hier. Ich hab ja schon finstere Helden gesehen, aber einen wie euch noch nie. Ich bin so finster. Das ist genau die Einstellung, die wir brauchen. Genau die Einstellung. Einmal mit Profis arbeiten. Jetzt tut es mir schon fast... Ich sehe schon Gespenster. Wow. Alle platt! Showtime! Komm wieder runter. Töten, töten, töten! Komm runter. Showtime! So. Ich bin der Werwolf-Killer. Okay. Macht nichts. Wir laufen da jetzt einfach durch. Für die Hops haben wir jetzt keine Zeit. Für die Händler auch nicht. Und für diese komischen Glitzerviecher schon gar nicht. Deswegen einfach mal schnell durch. Wir wollen zu Scorms Kapelle. Und wir wollen den Typen hier opfern, den wir mit haben. Der hat uns zwar jetzt fürs Erste ganz gute Dienste geleistet, aber wir sind ja eigentlich böse. Deswegen haben wir jetzt auch Zwillingsklingen getötet. Der hat es immerhin gewagt, uns herauszufordern. So, versuch nicht zu sterben, Kollege. Ich laufe jetzt einfach durch. Einfach mal nicht draufgehen. Versuch's. Ja, sobald ich da nämlich durch bin. Na, noch mehr Hobbs. Ja, bla bla, ihr seid so hobbig. Dann geht er mal durch. Lebt er noch? Ja, er lebt noch. Okay. So, das Darkwood-Lager. Hätten wir auch erreicht. Und da müssen wir jetzt abbiegen, Richtung Scorms-Kapelle. Gut so. Das ist gut so. Mal Scorms Kapelle und den Typen hier vor die Hunde schmeißen. Ja, richtig. Da so Scorms Kapelle. Der Himmel wird blutrot, wenn wir uns nähern. Da fühlen wir uns zu Hause. Brauchen wir auch keine Waffen. Das ist unser Gebiet hier. Ich sag's euch, Freunde. Böse sein ist gar nicht so einfach. Vor allem, wenn man für jeden getöteten Feind, scheißegal wer das oder was das ist, noch dazu Gutpunkte bekommt. Sondern ist wirklich böse bleiben gar nicht so einfach. Wenn man einfach. Den Tod einmal gekostet hat, wird man süchtig danach. Ich grüße eure Rückkehr zu Scorms Kapelle. Gut, eine frische Spende. Oh ja. Dieser Jünger soll meinem Schöpfer begegnen. Ja. Der Würfel ist gefallen. Die Art des Opfers wurde gewählt.
Ja, für den hier, denke ich. Die Seilmaschine. Ein jämmerlicher Beitrag. Ihr bringt uns keine Geschenke. Kehrt mit Anhängern zurück, um eure Belohnung zu kassieren. Ihr könnt eure Belohnung nur fordern, wenn ihr uns frische Verehrer bringt. Okay, aber ich habe euch jetzt mal einen gebracht. Das war schon mal nicht schlecht. Jetzt kann ich mal schauen. Wie sieht's mit meinem Gut-Böse-Dingens-Kirchens aus? Minus 35, Gruselfaktor, wohlgenannt bekannter Krieger. Ja. Steht halt jetzt nichts, wie böse wir jetzt wirklich sind. Sieht man das vielleicht? Sieht man es vielleicht schon? Müssen wir mal schauen. Vielleicht nehmen wir mal kurz den Helm ab. Kein Hut. Kein Hut tragen. Sieht man das schon? Sind wir schon ein bisschen böse? Es wirkt so, als hätten wir ein bisschen eingefallene Backen. Oh, hoppla. Als hätten wir ein bisschen eingefallene Backen und ein bisschen trübe Augen. Aber das macht nichts. Das ist ja gut so. Weil dann merken wir wenigstens, dass es funktioniert. Dass wir schon langsam aber sicher immer böser werden. Und jetzt teleportieren wir in die Heldengilde. So sieht's aus. Auf geht's in die Heldengilde. Erstmal ein bisschen Erfahrung ausgeben. Haben ja reichlich davon bekommen. Auch durch die Tränke, die wir da gefunden haben. Somit sollten wir unseren kleinen Avatar schon langsam aber sicher zu einem richtig brutal bösartigen Helden ausbauen können. Der von aller Welt gefürchtet wird. Hoffen wir jedenfalls. Eine Tätowierung bedeutet stets auf... Was? Bedeutet stets und auf einmalige Weise hart, betrunken und geheimnisvoll. Ja. Das unterschreibe ich. So. Gehen wir mal leveln. Genau. So. Aber das kostet schon mal viel zu viel. Gesundheit geht noch. Ach du Scheiße, kostet das viel. Na gut, erstmal Gesundheit. Halten wir mehr aus, das ist in Ordnung. So. List verbessert meine Handelsfertigkeit. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich brauche. Machen wir mal Tempo. Fähigkeit geht sich aus. Dann kaufen wir noch Zähigkeit. Und dann ist gut. Hallo, Herr Gildenmeister. Ihr solltet mit Mace sprechen. Er erwartet euch in seinem Quartier im großen Turm am hinteren Teil der Gilde. Mhm. Dann machen wir das mal. Dem Typen sollten wir sowieso prinzipiell mal eine vor den Latz knallen, weil der hat uns angelogen. Der hat nämlich nicht gesagt, dass die blinde Seherin unsere Schwester ist. Die Sacksau, die Elendige. Aber schauen wir mal. So. Hier so, da hoch. Mace reden und so. Wo ist er? Da ist er, der Arsch. Hey Mace! Du hast also deine Schwester gefunden.
Hätte nie gedacht, dass sie bei Räubern lebt. Nein. Du hast es die letzten Jahre wirklich weit gebracht, oder nicht? Die Leute fragen sich, wann man dich in der Arena im Witchwood sehen wird. Bevor du wieder losziehst, ich hätte da noch eine Questkarte. Ein Gefallen, wenn du so willst. Ein alter Freund von mir wird vermisst. Nennt sich der Archäologe. Er könnte da über was Großes gestolpert sein. Vielleicht so groß, dass sein Leben bedroht ist. Es heißt, er hätte sich irgendwo in Witchwood versteckt. Falls er nicht schon tot ist. Du kannst mit einem Kallistor dorthin gelangen. Ist hoffentlich nicht zu spät. Ihr habt eine neue Questkarte bekommen. Habe ich das. Okay. Neuer Auftrag von Herrn Mays. Schauen wir mal. Es ist mir eine Freude, euch zu Diensten sein zu können. Hast du irgendwas Interessantes? Plattenfechthandschuhe. Die sind zum Beispiel schon mal ziemlich interessant. Der Witchwood. Augen zu und durch. Dieb! Er ist ein Dieb! Ups. Das wollte ich so gar nicht. Hoppla! Händler-Massaker! Töte alle Wächter und Händler im Grabhügelfeld. Ja, nehme ich. Sorry. Tut leid. Wollte ich nicht. Habe ich doch nur so ein Emoticon benutzt. Hey, wie die gleich ausrasten, nur weil ich irgendwas einstecke. Krieg dich ein. Schlitze ich dich auf. So. Gucken wir mal. Gucken. Aussichtspunkt. Schauen wir mal. Händlermassaker. Was haben wir denn da? Wieder mal den Quest nackt machen. Keinen Schaden nehmen. Nein. Ja! In weniger als 4 Minuten. Puh. So, wir sorgen einfach dafür, dass der Räuber nicht stirbt. Folge mir. Ja, ich komme mit euch. Folge mir. Oh, Digga, ich will mich teleportieren. Folge mir. Nein, folge mir nicht. Warte. Alles klar, dann gehe ich jetzt mal. Ja, verzieh dich. Verzieht euch. So, danke. Dahin und aufräumen. Mal sehen, ob das jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber ja, wird schon funktionieren. So, den Quest machen wir noch schnell. Und dann werden wir auch diese Folge wieder beenden. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie weit wir sind. So, hallo. Da seid ihr ja. Wurde auch Zeit. Grüß dich. Einige der Jungs konnten wohl nicht warten und haben schon angefangen. Wir sollten mitmischen, solange noch ein paar Händler übrig sind. Okay. Oh, und macht keine Gefangenen. Wir haben bereits genug davon. Okay. Mach mal. Los geht's.
So, gehen wir in den Nahkampf. Geht zu meinem Räuber-Homie da hinten, der lebt noch. So, und jetzt sei tot. Ja, das war's. Seht mal, wen wir hier haben, Jungs. Er wollte sich nach Oakvale schleichen. Warum übernehmt ihr das nicht, oh Held? Bitte, nicht umbringen. Ich hab nichts getan. Ich hab Familie. Ich hab einen Laden. Wir sind böse. 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 Zeig es ihm, oh Held. Ja, wir sind böse. Oh. Sorry. Ey, was haben wir bekommen? Die Großtat haben wir erfüllt. Bekanntheit, bisschen Kohle. Und Ruhe und Frieden. Herrlich. Wer bist du? Was für Wächter. Es gibt hier keine Wächter. Nein, ich möchte das Bett nicht benutzen. Ich wollte eigentlich mal sehen, ob es hier noch was gibt, was ich noch klauen könnte. Jetzt, wo schon alle weg sind? Warum denn nicht? Aber sieht nicht so aus. Benutzen wir mal dieses Bett. Es gehört zwar nicht mir, aber wir benutzen es. Sind wieder vollgeheilt. Sehr gut. Hier haben wir ganz schön aufgeräumt. Haben wieder mal ein bisschen Böses getan. Da stimme ich dir zu, mein Freund. Da auch. Okay, das war's fürs Erste vom bösen Avatar und von mir. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Fable Anniversary Edition in Albion. Bis dahin, Peace und Freundschaft. Macht's gut, euer RG. Pfiat euch, Baba.